Heute zeige ich dir die drei Lebensaufgaben, auf die es wirklich ankommt, die es wirklich zu bewältigen gibt. Bleib dran! Hi, ich bin Patrick. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Hier geht es um deine Positionierung im Leben, privat als auch im Business. So, und heute schauen wir uns mal an die tatsächlichen drei Lebensaufgaben, die wir uns stellen müssen, die uns entgegentreten und worauf es tatsächlich ankommt. Ja, denn an sich sind es drei. Zum einen Beruf und Berufung. Ja, das heißt, wie wollen wir uns selbst verwirklichen oder welchen Beruf gehen wir nach? Das zweite sind unsere Freundschaften, unser gesellschaftlicher Umgang. Und das dritte ist die Liebe, unsere Liebesbeziehungen. Ja, die drei sind es an sich. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wie kommt das Ganze überhaupt zustande? Nun, an sich, wonach wir generell streben, ist ja auf der einen Seite ist es Unabhängigkeit, Autonomie und auf der anderen Seite ist es auch so Geborgenheit. Wir wollen uns irgendwo geborgen und aufgehoben fühlen. Ja, also wir wollen unser eigenes Ding machen und gleichzeitig wollen wir uns auch Unterstützung holen, wollen angenommen sein, uns angenommen fühlen. Wie kommt das jetzt zustande? Nun, wir kommen zur Welt und sind umsorgt. Wir brauchen uns um nichts kümmern, außer wir werden gefüttert, werden hin und her getragen als Baby und entwickeln uns dann vom Kleinkind hin zum erwachsenen Kind, zum Jugendlichen, ja, und durchlaufen so diese Phasen und werden so nach und nach unabhängiger, selbstständiger. Ja, das heißt auch, wir übernehmen selber Verantwortung. Wir lösen uns von unserem Nabel, des elterlichen Nabels und werden einfach eigenständig und selbstständig. So, was passiert? Wir suchen uns Freunde, wir gehen Freundschaften ein, wir gehen erste Liebesbeziehungen ein, die erste Freundin, den ersten Freund. Wir verlassen die Schule, wir treten ins Arbeitsleben ein, ins Studium. Auch da müssen wir uns wieder mit neuen Menschen auseinandersetzen. Wir fangen an zu arbeiten, wir kommen in den Arbeitskontext, wir bekommen eine feste Freundschaft, eine feste Liebe. Ja, wir gehen eine feste Liebschaft ein, heiraten, bekommen Kinder, werden selber Eltern, setzen uns da wieder mit den Kindern auseinander. Gleichzeitig gehen wir einem Job nach, einem Beruf. Ja, entweder wir erfüllen unser Lebensziel selbst, ja, indem wir unsere Lebenserfüllung zu unserem Job machen, zu unserer Arbeit, oder wir nutzen einfach unsere Arbeit und bauen auf dieser Arbeit unsere Lebenserfüllung, auf unsere Berufung. Ja, also kann ja auch sein, du machst einen Job, der ist okay, ne, aber gleichzeitig ist es für dich die Grundlage, deine Lebenserfüllung nachzugehen, im Verein vielleicht kleine Kinder zu trainieren oder Erwachsene, ja, im Vereinssport. Genau. Also du durchläufst diese einzelnen Phasen und was begegnet dir dort in diesen einzelnen Phasen? Zwischenmenschliche Beziehungen. Diesen bist du immer wieder ausgesetzt, sei es im beruflichen Kontext, im zwischenmenschlichen privaten Kontext, als auch in einer Liebesbeziehung. So, und mit allem musst du dich auseinandersetzen. So, auf was kommt es hier denn letztendlich an? Hier ist auch wieder so eine Balance nötig zwischen Autonomie, unabhängig, und gleichzeitig auch geborgen sein, aufgehoben fühlen. Das ist einfach mit dabei. Mal will man mehr, mal will man weniger. Im Job, im Freundschaftlichen, als auch in der Liebesbeziehung. Da vielleicht ein bisschen mehr. Doch brauchen wir in jeder einzelnen, neben einzelnen von diesem Bereich, brauchen wir andere Menschen. Selbst auf Arbeit, wenn du sagst, nein, ich brauche niemanden. Stimmt nicht ganz, weil du erledigst ja für jemanden die Arbeit. Entweder gibt dir jemand die Arbeit oder du gibst deine Arbeit jemand anderes. Und auch hier, dass ich vor dir stehe, vor dir stehen darf, du schaust dir mein Video an, funktioniert auch nur, weil ich andere Leute dafür brauche. Ich brauche jemanden, der die Kamera baut, ich brauche jemanden, der mir Licht baut, ich brauche jemanden, der YouTube baut, ich brauche jemanden, der es einstellt und verarbeitet, ja, und dass es möglich ist, hochzuladen. Ich brauche jemanden, der es anguckt, so wie dich. Ja, alles so Bereiche, ja, wo einfach andere Menschen mit benötigt werden. Und zwischenmenschlich, also in der freundschaftlichen Ebene, ja, ist klar, da auch. Und in der Liebesbeziehung, ja, da auch. Ja. Also ich brauche meine Frau, genauso wie sie mich und unsere kleine Tochter, wo es auch einfach darum geht, in die Zwischenmenschlichkeit, in den Austausch zu gehen und überall diese Balance. Ich wiederhole es nochmal, ja, weil es einfach so wichtig ist. Und das an sich besagt das alles. Diese Balance zwischen Autonomie, Unabhängigkeit und Geborgensein, sich aufgehoben fühlen. Das ist es. Und klar, jetzt kann man noch schauen, könnte es eventuell noch erweitern, ist so dieses Transzendale, ja, noch so als weiteren Bereich, einfach aus sich herauszukommen, ja, sich höheren Ebenen
zu widmen. Es kann ein Glaube sein, es kann eine Religion sein, es kann aber auch jemand anderes sein, ja, auch um darin so seinen Sinn, seinen Lebenssinn, seine Lebenserfüllung zu sehen, als auch zu finden. Wäre noch so eine, ja, so eine Erweiterung des Ganzen. Ja, also, drei Lebensaufgaben, darum geht letztendlich alles. Von daher kannst du finanzielle Freiheit und alles kannst du an sich vergessen. Ist wichtig, ist, ich sage nichts gegen die Finanzen, doch an sich geht es um etwas anderes. Es geht um die Zwischenmenschlichkeit im Beruf, in der Berufung, die du nachgehst. Es geht um die Zwischenmenschlichkeit in der freundschaftlichen Beziehung, Freundschaften. Und es geht um die Zwischenmenschlichkeit in den Liebesbeziehungen, in der Ich-Du-Beziehung. Darauf kommt es letztendlich an. Wie siehst du es? Was sind deine Trainingsaufgaben? Stimmst du dem zu? Sagst du was anderes? Oder hakt es an der einen oder anderen Stelle? Lass es mich wissen. Freue mich gerne, dich dabei zu unterstützen. In diesem Sinne, klasse, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Dein Patrick.